und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila und wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um meine Top-YouTuber, um meine Lieblings-YouTuber, YouTuber, die ich generell feiere, YouTuber, die ich abonniert habe. Und falls du wissen möchtest, wen ich alles abonniert habe in unterschiedlichen Bereichen auch noch, dann bleib dran. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich versuche da, meine persönlichen Eindrücke mit euch zu teilen. Also, ich habe jetzt auch gerade schon die Abonnentenliste offen. Dann haben wir Sarah Desideria. Ich muss ehrlich sagen, Sarah Desideria ist einer der vielen YouTuber, die unter YouTuber, die ich hasse, Videos aufgelistet wurden. Was ich irgendwie teilweise auch nachvollziehen kann, weil nicht jeder mit ihrer Art, sag ich mal, klarkommt und dann so als Begründung genommen hat, zum Beispiel, dass sie sehr viel Werbung macht auf Instagram oder dass sie halt nicht so viele private Sachen von sich preisgibt, halt basierend, weil sie sehr viel mit Werbung macht und dass sie halt vielleicht so auch unauthentisch rüberkommt oder dass ihre Art nicht so jedem gefällt. Aber ich finde, dass sie sich sehr krass verbessert hat. Ich finde, mittlerweile dreht sie echt, aber ich habe sie auch früher nicht so sehr gefeiert, vor allem wenn sie so Videos gedreht hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt mit den Gucci-Schuhen. Da wollte sie mit ihrem Freund, glaube ich, Gucci-Schuhe zurückgeben und er hatte sie dann noch an und dann war sie verblüfft, dass er keine neue bekommen hat oder so oder nicht direkt Schuhe bekommen hat. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr, sehr komisch und verwirrend und dann habe ich mir gedacht, hey, was soll das jetzt gerade? Und da gab es auch mehrere Stories, die so in diese Richtung so waren, die so verwirrend sind. Aber mittlerweile finde ich, sie ist eine sehr bessere Person geworden mit ihren Videos. Sie macht echt coole Videos, nicht so verwirrend, nicht so Storytime, was sie vielleicht schaust. Vielleicht ist es noch so, weil ich mir einfach generell nicht mehr diese Stories anschaue oder so. Dann schauen wir halt Videos an, die ich jetzt zum Beispiel feiere. Die Mini-Waschmaschine habe ich bei ihr zuerst gesehen. Oder wenn man nicht Influencer-YouTuber ist, aber trotzdem kostenlose Produkte bekommen möchte, wie man das hinbekommt. Und generell, wenn sie so Verlosungen macht, wo sie Adventskalender testet, das finde ich auch super cool, weil ich meine, nicht jeder würde einfach so alles ausprobieren und kaufen oder so. Und wenn sie die Mittel dazu hat, dann und es so macht, finde ich es halt cool, weil dann weiß ich schon mal so, okay, dieser Adventskalender lohnt sich viel mehr als der. Und ja, dann dreht sie auch Primark-Videos, die ich halt übelst feiere. Dann haben wir Sarah Fox, ich weiß es nicht. Ich liebe sie für ihre Posts und Videos, wo sie über ernste Themen spricht, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein und Bodyshaming und dann auch ihren Body so richtig krass zeigt, was ich finde, dass so zu ihr passt und dass sie so offen darüber spricht, was andere davon halten und was sie davon hält und dass eigentlich man einfach jeden leben lassen sollte, wie man ist, weil nicht jeder Kylie Jenner oder so sein kann oder diese Berechtigung braucht. Und das finde ich halt sehr cool und sehr authentisch von ihr und ich feiere halt diese besondere Eigenschaft an ihr, dass sie halt dazu auffordert, dass Leute akzeptieren sollen, so wie sie sind und vor allem halt auf das Körperliche bezogen und dass sie auch Tipps gibt, wie man halt eben so körperlich besser dasteht auf Fotos und dass sie ehrlich über ihre Probleme zu uns spricht und die auch zeigt und ja, das schätze ich super sehr an ihr. Dann haben wir Shireen Ghosh. Shireen Ghosh feiere ich super gerne, weil wir dieselbe Leidenschaft für Notizbücher haben. Ich glaube, ich habe so viele Notizbücher, die ich, oder Kalender, die ich, glaube ich, niemals aufbrauchen werde. Aber sie ist, glaube ich, auch so eine Person, die schaue mir super gerne an, wenn sie so DM-Hauls dreht oder auch Primark-Hauls, aber mehr DM-Hauls. Und dann einfach zeigt, was sie für Deko-Sachen kauft und alles. Und ja, finde ich halt super authentisch und super cool und super süß ist sie auch. Dann haben wir Shopaholic. Shopaholic folge ich schon so lange auf Instagram und jetzt mittlerweile dreht sie auch regelmäßig YouTube-Videos, klar nicht so oft, aber schon so regelmäßiger als früher und ich muss sagen, ihre Videos sind echt gut, weil sie zeigt halt das, was sie halt auch auf Instagram macht, das heißt, sie hat dieselbe Art dort und es sind dann längere Videos, wo sie viel mehr so zu den Klamotten, die sie vorstellt, sagen kann. Dann haben wir Sonny Loops. Sonny Loops ist richtig cool, vor allem mit ihrem Freund Marcel zusammen. Ich finde, die beiden sind so total authentisch und witzig. Und wenn die so Challenges drehen mit Jonas, Ems und seiner Freundin Denise, finde ich das auch super lustig. Und ich schaue mir auch gerne ihre Videos an, alle möglichen Videos, anstatt zu sagen, nur diesen Bereich oder so. Weil, ja, ich folge ihr auch auf Instagram und sie ist total witzig, weil sie postet einfach so ihre peinlichsten Momente und
sie schämt sich nicht dafür oder so, nicht, dass man sich schämen müsste, aber nicht jeder würde das so machen, wisst ihr, was ich meine? Und sie spricht auch offen darüber, über YouTube, über Gehalt und wie das so auch ein bisschen abläuft. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das so irgendwie in der Öffentlichkeit anspricht, damit man halt besser aufgeklärt wird. Sehr süße und lustige Person. Am meisten feiere ich halt ihre Storytime-Videos. Da zum Beispiel, wo sie erzählt, wie sie früher behandelt wurde in ihrer Arbeit oder ihre Clubgeschichten, da feiere ich total, weil das sehr interessant ist. Dann haben wir Soraya Ali. Soraya Ali ist so süß und ich liebe ihre Beauty-Videos und ja, ich schaue mir super, super gerne an, wie sie dann so über Produkte spricht, weil ich finde, sie hat so eine süße Art, so wie sie auch spricht und alles. Oder ihre Storytime-Videos finde ich auch super cool und interessant und liebenswert. Und ja, ich finde halt generell das Komplettpaket bei ihr ist einfach nur süß und liebenswert. Dann haben wir Sofian. Sofian ist so eine Person, ich dachte niemals, dass ich diese Person abonnieren würde, aber durch ihn interessiere ich mich mehr für Deutschrap. Ich liebe seine Musik-Reactions. Ich lerne dadurch neue Rapper kennen, neue Musik kennen, die ich dann plötzlich anfange zu feiern. Und ich finde seine Musik-Reactions, ich habe nicht so viel Ahnung von Rap oder Musik generell. Und wenn er so auf Hooks oder Beats oder sonst irgendwas eingeht, dann denke ich so, ah, okay, cool. Aber an sich teilen wir dann immer so die selbe Meinung. Wenn er zum Beispiel einen Song cool findet, finde ich den auch irgendwie so cool. Wenn ich zum Beispiel einen Song nicht so gut finde, dann findet ihr den auch nicht so gut. Also das ist dann so, wir haben denselben Musikgeschmack, so sag ich mal, zum Thema Musikbeurteilung. Deswegen habe ich ihn auch abonniert. Also wenn ihr auf Deutschrap Musikreactions steht, dann folgt ihm, abonniert ihn und ja, ich finde, er macht coole Videos. Dann haben wir TamTam Beauty. TamTam Beauty war eine Person, ich habe von ihr früher jedes Video bis heute auch fast durchgeschaut, jedes Mal, und ich liebe sie super, super gerne, weil sie mich dazu inspiriert hat, YouTube zu machen. Und TamTam Beauty ist so eine Person, ich wollte so wie sie einfach nicht in meiner Schulzeit schon mit YouTube anfangen, sondern erst wenn ich studiere, weil ich wollte mich unbedingt auf meine Schule konzentrieren und mich nicht ablenken lassen durch YouTube. Und ja, ich habe halt durch sie jetzt auch angefangen, YouTube zu machen, und ich liebe einfach ihre Art, ich liebe es, wie sie sich schminkt, ich liebe es, wenn sie über ihre Wimpern redet oder einfach generell, was sie so alles gerade auch erreicht, wie zum Beispiel ihre eigene Marke rausbringt, die ich super, super auch schön finde vom Packaging her, und ihre Deko im Hintergrund, weiß ich, ist super aufwendig, wie zum Beispiel ihre Blumenwand will ich unbedingt haben, oder halt gerne schaue ich mir auch an, wie sie immer ihre Deko im Wohnzimmer umändert, und keine Ahnung, sie ist so eine richtige Inspirationsperson für mich. Und ich fand es auch richtig cool, als ich Basma kennengelernt habe. Das ist eine Freundin von Tara, durch ein NYX-Event, sag ich mal. Und ja, Basma macht jetzt eher auf Instagram-Videos mehr als auf YouTube. Und es war dann so voll cool, weil ich weiß ja, dass sie befreundet sind. Und ich sag so, also Basma war ich auch sehr zu schätzen. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, wo ich die Leute aufzähle, die ich zum Beispiel hier nicht erwähnt habe, weil ich die mehr als Instagramer, Influencer so feiere auf Instagram, anstatt halt mehr auf YouTube. Und das war so cool, weil wir haben so gerade über mich so geredet, über mein Studium und alles. Und normalerweise habe ich dann immer das Gefühl, dass so Influencer eigentlich nur so sagen, hi, wie geht's? Willst du ein Foto? Okay, schön, war schön, dich kennenzulernen. Und dann so, tschüss. Wisst ihr, was ich meine? Aber bei ihr war das so anders. Sie hat sich wirklich für mein Leben interessiert, für mein Studium und meinen Studiengang, und wir haben da wirklich so ein bisschen ein paar Minuten darüber geredet, und da hatte ich wirklich das Gefühl, sie würde sich dafür interessieren und würde jetzt nicht so irgendwie so eine Checkliste abhaken, gedanklich oder so. Und es war dann so voll cool, zum Beispiel haben wir dann auch über Tara geredet und sie meinte so, ja, ich sehe sie dann auch heute Abend, und ich so, was, wie cool, und die so, ja, ich grüße sie dann von dir. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich gemacht hat, ich glaube, sie hat es vergessen, aber sie ist echt eine liebenswerte Person, und wir haben auch über ihren Song geredet, und eigentlich geht es ja gerade um Tara, aber ich wollte das nochmal mit Basma erzählen, weil Basma die erste Influencerin war, die ich so getroffen habe, mit der ich ein Gespräch geführt habe, wo das Gespräch nicht so oberflächlich war, sag ich mal. Weil ich habe auch schon mal andere bekanntere Leute getroffen, da war das sehr oberflächlicher, was ich auch verstehen kann, wenn man halt nicht so viel Zeit hat. Aber sie hat sich halt mehr Zeit, sag ich mal, genommen, und deswegen schätze ich sie umso mehr. Aber zurück zu Tara. Tara feiere ich halt total. Ich
Liebes, zum Beispiel wenn sie über Sauberkeit spricht, dass sie das von ihrer Mutter hat und wie sie generell über Freunde und Familie spricht, weil das zeigt so, für was für Werte sie dahinter steht und was ihr so wichtig ist. Und ja, ich mag sie, ich liebe sie. Dann haben wir Team Harrison. Team Harrison, sehr viele Leute, die halt so Videos machen wie ich, haben halt zum Beispiel gesagt, ja, Team Harrison fehlt und so. Ich habe mir gedacht, Team Harrison habe ich zwar abonniert, aber ich schaue mir eigentlich jeden Tag deren Stories auf Instagram an, sogar auf beiden Kanälen, also sowohl auch von ihm als auch von ihr, anstatt mehr auf YouTube. Ich weiß nicht warum, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf Instagram dann direkt schon alles mitbekomme und dann auf YouTube nur das wiederholt sehe in der Ausführung und das dann doppelt gemoppelt wäre. Und auf Instagram kommt es halt immer viel, viel schneller an und schaue mir wirklich jeden Tag gefühlt ihre Stories an. Ich finde es cool, dass sie zum Beispiel ihr Kind öffentlich auch so zeigen. Manche würden es ja negativ empfinden. Ich finde es halt cool, dass sie das so durchziehen und ja, ich liebe es zu sehen, wie sich auch ihr Kind immer so entwickelt und immer größer wird. Und wenn man das so sieht von Anfang an, dann ist es was komplett anderes, als dann erst so sieht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann so, als ob man diese Person schon seit der Geburt kennt. Und ja, dann haben wir Vesia. Vesia ist so eine Person, Leute, ihre Storytimes sind so witzig, aber gleichzeitig auch ein bisschen verstörend. Ich sag nur, da, wo sie von ihrer Arbeit spricht, wo sie einen bestimmten Job gemacht hat, das war ein bisschen verstörend, fand ich. Wo ich mir dachte, Girl, wie kannst du überhaupt da irgendwie in diesen Job reinrutschen? Aber ansonsten macht sie sehr, sehr coole, lustig, unterhaltsame Videos. Zum Beispiel hatte sie auch in Düsseldorf ihre Geburtstagsparty. Das war so eine Lingerie-Party, was ich sehr, sehr attraktiv, sexy und total cool fand. Da war auch übrigens meiner dabei. Dann zum Beispiel hat sie auch, ich glaube, über ihre Schulzeit geredet und hat dann auch erzählt, dass Leute geglaubt haben, dass Asha ihr Cousin oder Bruder sei. Oh mein Gott, das haben die Leute tatsächlich geglaubt, nur weil die dieselbe Hautfarbe haben. Wisst ihr, was ich meine? Also so lustige Videos einfach und Storytimes schaue ich halt auch von ihr, die so ein bisschen ernster sind, aber auch ein bisschen verwirrender. Ich finde sie auch sehr, sehr hübsch und ja, ich finde es auch sehr, sehr lustig, wie sie zum Beispiel dann Leute grüßt und sie sagt dann nicht, okay, hi, ich grüße jetzt XY, sondern sie geht zur Kamera, verpasst der Kamera links und rechts ein Küsschen, als ob da wirklich eine Person stand und umarmt die Kamera und ich finde das halt sehr lustig, das passt halt zu ihr. Dann haben wir Victoria und Sarina. Victoria und Sarina sind, glaube ich, aus Österreich, sind super süß als Duo, so wie ja Paulina und Maya. Die sind halt komplett anders als die beiden, weil die sind so richtig süß und reden auch voll süß und haben auch so einen süßen Hund und Hunde, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die sind halt so für jüngere Zuschauer eher gemacht, weil die auch so Bastelvideos zeigen, so Geschenketipps-Videos. Das habe ich mir auch früher immer super gerne bei ihnen angeschaut. Ich finde die beiden Mädels super niedlich und super süß einfach. Dann haben wir X-Letter. X-Letter, ich muss sagen, dass ich normalerweise, also klar, ich finde sehr, sehr viele hübsch, aber ich muss sagen, das ist so einer der hübschesten Mädchen, weil so ein hübsches Gesicht haben und einfach so eine Ausstrahlung haben. Wisst ihr, was ich meine? Also sie ist so, sie zum Beispiel, sie schminkt sich jetzt auch nicht so übertrieben, sondern sie ist so hübsch, wie sie ist, so natürlich halt. Und sie ist so eine Person, nicht nur hübsch ist, sondern auch sehr klug, weil sie macht ja, ich glaube, sie hat ihren Master jetzt halt schon gemacht, ich bin mir nicht sicher, oder hat sie gerade ihren Bachelor halt schon gemacht. Sie wird jetzt auch heiraten dieses Jahr, das hat mich auch mega gefreut. Und sie macht halt coole Videos, wie zum Beispiel Rossmann vs. DM, was ist günstiger. Oder das habe ich alles bei Wish bestellt und das habe ich von Amazon bestellt. Und ich stehe auf solche Videos, deswegen schaue ich mir am meisten diese Videos von ihr an. Und ich finde sie halt cool, vor allem, wenn sie so von ihren Katzen auch spricht und redet und dieses auf Instagram zeigt. Dann haben wir Xani Kao, sorry, falls ich den Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Aber Sunny Cool ist halt auch so in der Beauty-Welt-Branche mehr. Sie macht dann sehr viel mit Make-up, wie zum Beispiel ein orientalisches Make-up aussieht. Oder ich liebe es, wie sie ihre Schminksammlung ausmistet. Oder generell, wenn sie halt über, also wenn sie sich halt schminkt und dabei redet. Das schaue ich mir gerne. Also Stylist Talks schaue ich mir gerne von ihr an. Und dann haben wir noch Yavi TV.
Yabi TV, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Junge, das kennt glaube ich jeder, so aus Facebook auch schon so oder aus Instagram. Da macht man so Straßeninterviews und zeichnet so lustige Interviewantworten auf und veröffentlicht die hier. Und ich muss sagen, ich finde seine Fragen sehr, sehr witzig. Zum Beispiel auf Facebook schon habe ich ihn damals verfolgt. Da hat er, glaube ich, so Mädels gefragt, wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, also wie viele Minuten brauchen dann 5 Eier? Und die Leute haben tatsächlich gesagt 25 Minuten. Wo ich mir denke, das hätte ich wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht. Dann, wie man sieht, wie die Gesellschaft heutzutage tickt und denkt und dann... Das finde ich halt sehr unterhaltsam, sehr lustig. Klar, es ist auch manchmal sehr, sehr kritisch, weil dann plötzlich dann in den Kommentaren steht, oh mein Gott, diese Stadt hat ja nur dumme Kinder oder so. Und vielleicht bereuen das auch diese Leute, die das vorher so beantwortet haben, irgendwann mal in naher Zukunft. Aber ich finde es halt sehr lustig gemacht. Ich feiere seine Videos und ich finde, er ist so ein Typ, er wirkt ehrlich, hat leider gerade ein bisschen Pech, sage ich mal, in seinem Leben, indem er... so sag ich mal, unnötig Stress bekommt mit anderen Leuten. Das finde ich halt sehr traurig und schade für ihn. Ich hoffe, er kommt da schnell wieder raus und alles läuft gut für ihn. Das wünsche ich ihm wirklich. Und ja, das war auch jetzt die letzte Person. Und ja, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch. Du kannst mir gerne schreiben, welche YouTuber du am meisten feierst, die ich vielleicht noch gar nicht kenne oder die du feierst, die ich auch feiere. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich super gerne freuen, wenn du mich auch abonnierst. Und es gibt ja noch eine Glockenfunktion. Ich würde mich auch freuen, wenn du die Glocke einschaltest, damit du keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!